Baking Time. Ihr wunderbaren Mitmenschen da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge von Ravenous Devils hier bei uns auf dem Kanal. Und ich habe in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge noch schnell ein Upgrade gegönnt. Und zwar, ich habe noch einmal eine Auslage dazu gekauft für 30 Pfund. Weil das ja immer recht knapp wird, ne? Das wird immer so knapp, wenn die Leute hier reinkommen und irgendwann ist dann halt alle. Und das ist dann blöd, ja. Denn wir brauchen einen besseren Ruf, eindeutig immer noch besseren. Und ihr seht es da oben. 12 können wir jetzt machen. Wie viel haben wir jetzt? Ich glaube, 11, ne? Ne, 12. Okay, das ist voll. Alles klar, Leichen haben wir alle verwurstet. Dann würde ich sagen, bereite ich wieder was vor. Und in der Zeit könnten wir ja schon mal das Geschäft öffnen. Damit ja schon mal Nachschub kommt. An, nicht nur an Fleisch, sondern auch an Kundschaft. So, hier machen wir das wieder hin. Wunderbar. Würstchen und Hamburger. Genau, Burger Patties. So, und jetzt warten wir wieder gespannt auf den ersten Kunden, der hier reinkommt. Hm, ich freue mich. Wir gehen schon mal hier hoch. Als denn gleich hungrige Gäste kommen. Und wir müssen auch ein paar Blumen kaufen, aber man verdient hier relativ wenig Geld. Morgen. Kommen sie näher, kommen sie ran. Wir lassen das wieder gut auslaufen hier. 1,65. Das ist echt wenig, was man hier kriegt, ne? Okay, die geht direkt in die Auslagen. Und ja, einmal Fleisch für mich. Ich hoffe, ich werde das hier noch schnell, bevor die dann abhaut. Werden wir das schon mal nachlegen. Okay, jetzt gehe ich mal direkt zu dir. Okay, da kommen Kunden. Okay. Herrlich. So. Ich bin bereit. Wir hätten gern Würstchen. Jawohl. Haben wir doch schon vorbereitet. Ach, wie schön. Ach, wie schön. So. So, du kommst da rein. Warum man das nicht automatisch macht? Also, er weiß doch, wo die hinkommen. Muss man auch nicht, ne? Also, irgendwie. Naja. Ich versuche jetzt jedenfalls aktuell mit den Auslagen, die ich da oben habe, über den Tag zu kommen. Ach, schon fertig. Okay. Man könnte doch eigentlich auch Würstchen vorbereiten, schon mal komplett, wisst ihr? Könnte man probieren. Dass das einfach schneller geht. Werde ich mal ausprobieren beim nächsten Mal. Mal schon mal Würstchen und so Burger fertig machen. So, Auslagen sind leer oben. Mach hinne, mach hinne. Komm, nimm das. Und zack. I like this color. Super, 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 super. Jetzt bist du dran. Jetzt nehmen wir erstmal hier Maß. Dankeschön. Zack. Da könnten wir doch eigentlich schon mal was nachbraten. Nehmen wir einfach mal Burger. So, der kommt weg. Ja, die Auslage ist tatsächlich, ne, die wird gut weggenommen. Über 41 haben wir schon wieder. Wir brauchen 60 für Tomaten, weil das würde ich jetzt gern, ganz gern mal machen, weil das bringt da auch dann, glaube ich, auch mehr Geld im Endeffekt. Die Auslagen sind schon wieder leer. Okay, du bist da. Komm rein in die Auslage damit. So, du bist... Achso, ja, komm. Unten liegen aktuell 2. Das ist natürlich nichts, ne? Wir brauchen mindestens noch einen. So, Klamotten gleich fertig. Jawohl. So, und dahin. Da kommt schon wieder jemand. Das müsste der dritte im Bunde sein. Ja, und da haben wir schon wieder Kundschaft. Nee, warte mal, die hat doch was in der Hand, oder? Ah, jetzt habe ich was. Würstchen, okay, komm. Dann versuchen wir das schnell. Nein, jetzt habe ich mich. Jetzt habe ich mich verklickt und das ist natürlich tödlich in dem Spiel. Komm, leg das da mal hin. Das ist Fleisch. Nee, wir brauchen Würstchen tatsächlich. Mach die mal rein dort.
Nein, hierhin. Ah, es wird panisch. Komm rein da. Hopp. Also die scheinen auch wirklich nur Würstchen und Burger zu wollen, die sich da hinsetzen. Zumindest habe ich mal den Eindruck. Okay, das müssen wir beides mal im Blick behalten. Wir brauchen aber so lange, um die Klappen zuzumachen. Ne? Das ist echt nervig. Ja, das ist doch einer. Okay. Und direkt dahin. Und dahin. Wunderbar. So, oh, das hat gerade noch geklappt. Enjoy your meals. So, letzte Kunden. Okay, das müsste der letzte sein. Dann gehen wir gleich hier unter und machen gleich nochmal die Auslagen voll. So. Na, immerhin. Du machst es dahin. As fast as I can. Ja, ja. Ich weiß, du machst das ganz schnell. So, du gehst gleich weiter. Nee, hin. Oh, was war denn das für ein schönes Kleidungsstück? Movie. Hm. So. Gibt aber immer nur drei Typen, ne? So, komm, 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 komm. Ja, ich weiß gar nicht, wann der sein Bankett machen will oder wartet der noch auf mehr Nahrung? Okay, sind wir durch. Aber immerhin. Bisschen Ruf haben wir dazu bekommen. Nicht viel, aber wir haben 52. Wir müssen schon wieder, ob wir wollen oder nicht, wir können nichts machen. Auch eine Schaufensterpuppe wäre vielleicht ganz cool, ne? Gerade in Sachen Vorbereitung und so. Ja, muss es machen. Auslagen sind voll. Noch mehr Tische kann ich fast gar nicht machen. Dekoration. Dekoriere den Pub, um die Geduld der Kunden zu erhöhen. Okay, das machen wir trotzdem mal. Gin-Fass. Gin setzt die Geduld deiner Kunden zurück. Gehilfe, nein. Ja, ist er. Stelle einen Gehilfen ein, der dir hilft. Scheibenkleister. Okay. Nee, wir müssen einfach ein bisschen mehr Zeit generieren, die wir haben, um da Sachen nachzuproduzieren, wisst ihr? So, das Wolfmariechen macht noch ein bisschen Wurst. Zack. 70 Pfund kostet der Typ. 70. Alter Falter. Dass Kinder so teuer sind, wusste ich gar nicht. Also, das ist ja Wahnsinn. So, das hätten wir vorbereitet. Pass auf, dann legen wir gleich schon mal das nächste in die Nähmaschine. Weil die Geschwindigkeit der Nähmaschine ist, glaube ich, erstmal völlig Wumpe. So, pass auf. Machen wir nochmal Wurst. Ich glaube, Wurst ist immer gut. Dann müsste das Ding auch voll sein. So, ein so ein Ding im Backofen haben wir noch drin, aber die Auslagen sind oben leer. Ne? Hm. Schön rühren. Herrlich. So. Vielleicht kriegen wir das voll. Ja, selbst wenn ich noch einen Tisch hätte. Das wäre ja kaum zu schaffen. Pass auf, dann. Wir bereiten jetzt mal, ja, was nützt uns das, wenn wir jetzt da oben die fertigen Würstchen reinpacken? Na, ist egal. Komm, mach das da mal hin. So, das kommt dahin. Dann machen wir schöne Pastete weiter. Für die leckeren Auslagen. Mm. So. Oder gibt es da Tipps, wie das irgendwie schneller geht? Oder ist das wirklich jetzt der Anfang vom Spiel, der hier wirklich brutal zäh ist, finde ich. Aber irgendwie doch zu schaffen. Aber die Backofengeschwindigkeit ist eigentlich auch okay. Ja. So, wie viel haben wir da oben? 4. Okay, jetzt hätten wir dann 6. Also das geht hier nach Tagen, ne? Also je weiter man ist, umso mehr wird dann freigeschaltet. Ihr habt es ja gerade gesehen mit dem Gin und mit dem Typen, den wir dazu uns buchen können. Und es gibt auch immer mehr Auslagen dann. Naja, das ist halt alles ein Geduldsspiel hier, ne? Das soll man ja auch nicht in 3 Stunden komplett durchspielen. Wunderbar, pass auf, dann machen wir noch. Nee, wir müssen noch mal hier ein bisschen was aus Wurst machen. Schloppi, schloppi, schloppi.
Du. So, nehmen wir davon noch ein bisschen und dann haben wir zumindest die Auslagen erstmal wieder gefüllt. So, pass auf, dann machen wir das so und jetzt werden wir schon Burger und Wurst einfach mal komplett vorbereiten. Aber ihr werdet es erleben, dann passiert es, dass die wieder irgendwelche Pasteten haben wollen, hundertprozentig. Aber ist egal, dann hätten wir das auch schon mal vorbereitet. As fast as I can. Ja, für den Geschäftsmann ist nach Feierabend noch lange nicht Feierabend, ne? Das ist einfach so. So, du bist soweit klar, wir haben drei hier oben, wir können auch drei verkaufen. So, wunderbar. So, pass auf, dann machen wir Folgendes. Dann bereiten wir einfach Würstchen vor. Komplett schon fertig und Burger komplett fertig. So. Das testen wir einfach mal. So. Now, oh, die ganze Platte voller Würstchen, ne? Das war doch lecker. Also für Veganer ist das Spiel nix, ne? So. Ich darf da nur nicht vergessen, dass ich fertige Würstchen habe. Das ist ja mein... Würstchen? Ja, Moment. Jetzt. Oh, wie das dampft, ne? Schade, dass man das nicht reinzoomen kann. So, Würstchen fertig, Burger fertig, Auslagen voll. Hier oben alles voll. Auf geht's. Ja, mal sehen, was wir heute verdienen hier. Man verdient immer nur so um die 30, 35, 40 maximal, ne? Das ist halt nix. So, das Madamchen kann ja schon mal hochgehen. Und dann harren wir der Dinge, die da kommen. So, als Chef muss man auch mal in den Laden gehen, ne? Sich präsentieren. So, bitteschön, junge Dame. Ist da 1,40 €. Das ist ja gar nichts. Das ist ja müde. Nehmen Sie Platz, nehmen Sie Platz. Nein. Die mögen das einfach so. Naja. Okay, du willst sowas haben? Okay, dann kann ich gleich wieder nachlegen. Ja, 2 Pfund so eine Klamotte, ne? 2 Pfund. Ja. So, da kommen Leute an den Tisch. Wunderbar. Mal gucken, was die wollen. Na, junge Frau, beeilen sich ein bisschen. Bin da. Würstchen, wunderbar. Haben wir ja schon vorbereitet, ne? Herrlich. So kann es laufen, wenn wir da noch eine dritte Bank hätten. So. Schnell geliefert. Zack. Und da sind sie schon. Heiße, dampfende Würstchen für die Herren und Damen. Sehr gut. So, wir machen schnell sauber. Alright. Sehr gut. In der Auslage sind noch 6 drin. Da haben wir noch ein bisschen Vorlauf. So, du kannst gleich weiter nähen. So, bitteschön. So, wir könnten ja eigentlich schon mal nochmal was durchmachen. Was zu essen. Hier oben zumindest für die Auslagen, weil das wird ja tatsächlich dann doch ein bisschen knapp. So, ein bisschen Mehl. Woher kenne ich diese Stimme? Von dieser Frau. Irgendwoher kenne ich die Stimme. So. Sehr gut. Schnappt ihr das gleich? Da kommt schon wieder Kundschaft. Ja, das ist gut. Zack, da oben hin. So. Schönen guten Tag. Nehmen wir direkt Maß. So, herrlich. 5, 7. Okay, da kommt Nachschub. Ich habe unten noch Burger, ne? Ja. Komm, rein. Da kommt noch jemand nach, okay. Zack. Bitte Burger, bitte Burger. Nee, diese Würstchengeschichte. Die Würstchengeschichte, jawohl. Das könnte jetzt tatsächlich ein bisschen knapp werden. Komm, schnell, 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 Mariechen, lauf. Da brauchst du echt viele Werkbänke hier, ne, um alles irgendwie in Vorhalte zu haben.
gucke, dass irgendwie alles funktioniert. Okay, die ganzen Ständer sind leer. Wollen wir jetzt wirklich sputen? Komm, brat ein bisschen hin. Ja, die großen Sachen dauern tatsächlich ein paar Minuten länger. So. So, und jetzt aber ganz schnell nach oben. So, du gehst gleich dahinter. Okay, das ist sowieso der letzte Kunde. Und wieder nur drei, ne? Es ist tatsächlich so, dass man hier sagen kann, es kommen nur drei. Mach mit den dreien das Beste. Gut, ja, die Bevölkerungszahl im Dorf schwindet dann natürlich auch, ne? Ist klar. So, die Püppchen sind wieder leer. Okay, da kommt noch eine letzte Kundin. Hier unten die Auslage leer futtert. So. Du gehst direkt mal wolfen. Das haben wir erledigt. 9 von 10, ne? Dann ist es schon wieder durch. Ja, da rein. Oh. Okay. Ja, wenn wir einen hätten, der unten wolft und so weiter und so fort, das so nebenbei erledigen könnte. Komm mal hin jetzt. Kunden sind ungeduldig. So, du knallst den Scheiß gleich wieder da oben dran. So, bitteschön. Ich hoffe, das war das Richtige für die Frau da unten. Nee, wahrscheinlich nicht. Ach komm, dann machst du gleich weiter hier. Du. Wir wollen echt nur diese Pasteten da oben haben, in den Auslagen. Nee, jetzt holst du doch Burger. Na süße. Erst hat sie sich ein bisschen geziert. Oh, nein. Ich hätte es mir so sehr gewünscht, dass man hier so die Arbeitsschritte nacheinander erledigen könnte, ne? Wie bei die Sims zum Beispiel. Klick, klick, klick. Alles gut. Naja, wieder ein Tag geschafft, aber keinen schlechten Umsatz. Okay, wir haben einen Brief. Meine liebe Familie Rhodes, kommen wir zum zweiten Opfer. Die Hand des Schicksals ist auf meinen alten Freund Gilbert Weston gefallen. Den einzigen Menschen, der das Essen so sehr liebt wie ich. Neulich hatte ich ihn bei mir zu Hause zu Gast und erzählte ihm von eurem Geschäft. Ich erzählte ihm von euren ausgezeichneten Essen und von Percivals eleganten Maßanzügen. Er schien sofort neugierig zu sein und sagte mir, dass er ihnen sicherlich einen Besuch abstatten würde. Ich liebe diesen Mann aufrichtig. Er ist der Bruder, den ich nie hatte. Ihn zu essen wird meine aufrichtigste Geste der Freundschaft und Wertschätzung sein. In diesem Moment werden wir eins werden. PS, ich hoffe, dass es dieses Mal schneller geht, denn die ganze Warterei macht mir zu schaffen. Alles gut. Ach, Leute. Ja, du, also der andere hängt ja immer noch unterm Dach. Ja, ja. Natürlich. So, du bist soweit fertig, ja. Da holen wir das gleich ran hier wieder. Ja, du hast echt zu tun hier, ne? Das ist wirklich krass. Dann kannst du gleich weiter nähen. Da haben wir echt zu wenig Puppen dann langsam, ne? Aber gut, so ist das Leben. Ja. Tja, was machen wir denn da? Würstchen vorbereiten macht keinen Sinn. Das ist, wenn die dann wieder diese komische andere... Ne, wir werden das wieder so machen, dass wir hier Würstchen drauflegen und hier Burger in Rohform. Und dann schnell durchbraten, wenn die kommen, ne? Weil wenn die jetzt wirklich was anderes haben wollten wie die letzten Gäste jetzt hier unten, dann ist es natürlich wieder problematisch. Ne? So, wir haben soweit vorbereitet. Du bist auch soweit durch. Komm, schnapp. Achso, ja. Schnapp dir das. Weil die Auslage ist fast immer noch nicht mal halb voll oben. 53 Pfund. Nee, ich will ein bisschen sparen jetzt langsam. Ah, der Gehilfe wäre schon cool. Für 70. Hm. 70 Pfund. Ja, aber Steaks wären auch gut, ne? So, du hast soweit alles. Dann mach schon mal die Maschine voll. Mhm, so schnell du kannst, natürlich. So. Sind wir hier oben erstmal vorbereitet. Wunderbar. Nur hier unten fehlt es noch ein bisschen, ne? Die Dame hat natürlich weitere Laufwege. Was machen wir? Wir wolfen die durch zu Hackepeter. So. Komm da rein. A pie or a meatball. Mm, immer schön wolfen, danke.
9 von 10. Wunderbar. So, pass auf. Wir haben 8. Okay. Dreimal müssen wir noch. Hoch damit. Dass ihr Mann ja aber auch nicht helfen kann, ne? Das finde ich auch ein bisschen doof. Oder kriegen wir noch eine Puppe hin? Nützt das was? Noch eine Puppe hinzubauen? Wir könnten noch eine. Die kostet 30. Damit wir noch mehr Kohle machen. Tische, Auslage. Da ist ja eh voll jetzt erstmal. Das Ginfass. 35. Gehilfe 70. Gewächshaus kann ich noch gar nicht machen. Ich glaube, das liegt einfach an diesen blöden Tomaten, ne? 60. Mehl haben wir im Besitz. Steaks. Kosten 50. Schaltet einen Tisch für Steaks frei. Aber da brauchst du wahrscheinlich... Achso, da brauchst du wieder Leichen, ne? Das ist natürlich wieder die andere Sache. Noch eine Werkbank wäre auch cool. Aber wir müssen weiter sparen. Ich glaube, es hilft nichts, ne? Im Schneiderladen Nähmaschinengeschwindigkeit kostet 20. Erhöht die Geschwindigkeit der Nähmaschine. Nee, das sehe ich noch nicht. Eine Schaufensterpuppe sehe ich aber dafür eher. Wenn wir einfach mehr verkaufen. Kostet erstmal 30. Aber egal. Das macht ja nichts. Weil Klamotten machen wir eindeutig mehr. Genau. Weil das sind erstmal 4 Kunden, die erstmal sowieso generell bedient werden können. Genau. Machen wir das so, dann ist der voll. So, das Madamchen ist hier oben 11. Mit 11 kommen wir aber auch nicht so weit, ne? Na, ist egal, Freunde. Erstmal danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir den Laden wieder auf und gucken, wie viel wir jetzt verdienen können. Danke fürs Zuschauen. Liken, abonnieren nicht vergessen, das unterstützt den Kanal. Wäre sehr, sehr wichtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.